Hallihallo, hallöle Leute. Oh, der Stefan ist schon mit dabei. Hallöchen. Ja, da sind wir wieder, euer Anton und der Döskop. Heute dachte ich mir mal, ich gehe mal so ein paar Festungen erobern. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das alles in ein großes YouTube-Video packe oder ob das dann so kleine Videos werden, so eins pro Festung. Lasst euch überraschen, weiß ich noch nicht genau. Ich habe Weltenstufe 3. Wir sind Level 50, glaube ich. Ja. Also es könnte relativ schwer werden, weil die Gegner dann in den Festungen, glaube ich, dann auch meistens über meinem Level sind. Ne? Wie ihr hier seht, Level 52. Allein schon die Gegner hier in der Wildnis sind Level 53. Also wenn ich es nicht schaffe, dann drehen wir natürlich die Schwierigkeit runter. Aber ich denke mal, wir bekommen das hin. Ich weiß auch nicht, ob wir heute alle Festungen machen werden. Eine haben wir ja schon einmal gemacht in einem früheren Video. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Dieses verhexte Dorf irgendwie. Wie hieß denn das? Margrave? Nee. Jelesna? Nee. Nevesk? Nostrava. Nostrava war eine Festung. Genau, und da waren auch Lilith-Anhänger. Das haben wir schon einmal in einem Nebenquest-Video gemacht. Und heute, wie gesagt, will ich so hauptsächlich die Stützpunkte oder Festungen, wie ich sie nenne, mal ein bisschen übernehmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon alle auf der Karte gefunden habe. Ich glaube, hier oben war noch eine Vampirfestung. Ich habe noch gar nicht alles aufgedeckt. Also wir werden heute wahrscheinlich nicht alles machen. Ne? Also jetzt nicht denken, das ist ja ein Guide oder sowas. Wir machen keine Guides. Ich bin der zu blöd Wind ist dafür. Zu schneidend geworden, selbst für diese Gegend. Was ist das hier? Das ist schon die Festung, ja. Findet heraus, woher der Sturm kommt. Das kriegen wir hin. Erfrorene Wache. Oh. Wenn ich so eine erfrorene Wache umbringe, dann wird die zu einem Skelettkrieger. Das ist ja lustig. Oh, was ist das? Da ist ein großer Boss. Und irgendwas wird dahin gechannelt, kanalisiert. Emblem der Kathedrale. Da oben sehe ich doch was. Aha. Kann ich hier hoch? Jo, moin moin Gangster. Och, ich habe das jetzt eigentlich Spaß, muss ich sagen. Und ich muss mal den Task Manager mit anmachen, damit ich sehe, ob was überlastet. Grafikkarte 80%. Warum? Warum rattert die Grafikkarte hier auf 80%? Ja, also bis jetzt habe ich eigentlich Spaß, muss ich sagen. Es gibt halt echt viel Content. So viele Nebenquests. Und das hält mich schon so ganz schön bei Laune, muss ich sagen. Wie das Endgame aussieht, weiß ich noch nicht wirklich. Also. Ich finde es halt toll, dass du wirklich so viel zu tun hast. Also, es ist wirklich eine riesen Liste an Nebenquests. Und wenn du die alle machen willst, dann bist du schon ein Weilchen dran. Und ich finde, darum geht es ja gerade, wenn man so viel Geld ausgibt, dann möchte er dann auch was dafür haben.
nicht irgendwie 5 Stunden durchspielen und fertig. Und also ich habe hier das Gefühl, dass ich noch sehr, sehr lange spielen werde, bis ich das alles durch habe. Und wenn es dann ins Endgame-Grinding geht, da werden wir dann sehen, ob uns das Spaß macht oder nicht. Ob wir da weitermachen oder ob wir dann vielleicht zum Project Diablo wieder zurückkehren. Das könnte ich mir auch vorstellen. Diese Dorfbewohner wurden auf die übliche grausame Art der Khazra als Teil eines Rituals benutzt, das ihre Heimat zerstörte. Ich finde es halt so schade, dass der Neko eben nicht so faul gespielt werden kann, wie halt bei Project Diablo zum Beispiel. Wir wussten immer, dass sich etwas unter dem Eis befindet. Aber wir dachten, wir würden schon fertig mit dem, was in den Tunneln lauert. Gestern fand ich meine Tochter Kalla weinend vor. Sie erzählte mir, sie hätte Monster in den Höhlen gesehen und bettelte, dass wir fortziehen. Ich sagte ihr, dass uns nichts aus unserem Zuhause vertreiben könnte. Danach ging ich jagen. Bei meiner Rückkehr musste ich mich durch tosende Winde und heftigen Schneefall kämpfen, um das Dorf zu erreichen. Zuerst sah ich die Wachen. Sie waren in Eis gehüllt. Die Monster, vor denen meine Tochter mich warnte, hatten die Stadt überrannt. Ich stahl mich an ihnen vorbei, um Kalla zu suchen. Doch ich kam zu spät. Meine Tochter ist erfroren, wie all die anderen. Hier ist keine Seele mehr am Leben. Warum habe ich nicht auf sie gehört? Ja, ne? Einsicht ist immer besser als Nachsicht, wa? Hätte man lieber hören sollen. Insgesamt sind sehr viele mit D4 zufrieden. Ja, also, ich finde, man bekommt halt wirklich viel zu tun. Das ist das Schöne. Aber was mir Sorgen macht, ist halt, wenn dann die Seasons kommen. Und man dann mit jeder Season dann quasi die Nebenquests wieder machen soll, die ganzen Lilith-Statuen suchen gehen soll, die Map wieder neu aufdecken soll, die Dungeons wieder nochmal machen und alles. Also, ich weiß nicht. Also, bin gespannt, wie es dann wird, wenn die Seasons losgehen, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass es zu viel dann wird. Aber wenn es bloß darum geht, das Spiel kaufen und einmal durchspielen und bei diesem einmal durchspielen so viel Content wie möglich zu bekommen, da muss ich sagen, da bin ich echt zufrieden, weil wirklich die Anzahl an Nebenquests ist einfach Wahnsinn. Ne, Lilith-Statuen kannst du ja ignorieren, wenn du magst. Musst auch nicht jedes Fleckchen der Map erkunden, musst ja auch nicht jeden Dungeon machen. Aber dass es halt so schön viele Nebenquests gibt, das finde ich geil. Wenig Gegner. Mir sind es teilweise manchmal zu viele, muss ich sagen, weil ich manchmal einfach nur von A nach B laufen will und überall stehen Gegner rum. Aber ich denke mal, das ist halt wahrscheinlich Geschmackssache. Diese Tür aufmachen. Da war eine Tür eingefroren. Und da würde ich gerne rein. Aber Bar habe ich nicht gespielt. Also nur in der Demo ein bisschen. Oder Beta, wie auch immer. Beim Bar stört mich halt eher, dass man
dass man die Wut halt auch immer generieren muss. Also beim Necro zum Beispiel kannst du komplett ohne einen Generator arbeiten, weil die Essenz sie auch langsam von selbst auffüllt. Aber beim Barbar musst du ja die Wut manuell auffüllen. Und wenn du ein Weilchen nicht kämpfst, dann geht die Wut wieder weg. Das finde ich nervig. Also, das wäre halt nichts für mich. Muss ich sagen. Ja, das kannst du ja jetzt noch gar nicht sagen, wie das Endgame wird. Weil wir sind zumindest dort noch nicht angekommen. Einige sind schon im Endgame und sind jetzt am Grinden und so, aber ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht reingeschaut oder so. Ich möchte mir dann selber da irgendwie, wie sagt man, ich möchte selber einfach erfahren, dann selber dann dazu eine Meinung bilden. Eine Meinung bilden. Darauf bin ich nicht gekommen. Der eisige Sturm der Khazra hielt diese Dorfbewohner in seinen Fängen und machte ihre Zuflucht zu ihrem Grab. Weißt du, wann ich das Pferdchen bekomme? Ja, nachdem du Akt 3 abschließt. Also, ohne Spoiler, wenn du mit Akt 3 fertig bist, dann... In der letzte von denen. Ach, da oben. Komme ich da hier lang? Ah ja. Nee, komme ich nicht. Ah, ich sehe schon. Der Khazra ist vorüber. Ja, schön. Kommt doch bestimmt noch ein Boss. Garantiert, da stand doch einer in der Mitte. Schnauze oder nach einem Bildguide? Nee, mehr oder weniger bei Schnauze. Also ich weiß schon, dass es zum Beispiel sinnvoller wäre, wenn ich statt Blutnebel Altern benutzen würde. Also so rennen, glaube ich, die meisten rum, die halt mit Summon arbeiten. Aber ich persönlich finde, Blutnebel ist einfach ein bisschen entspannter. Und es gibt mir noch eine extra defensive Option quasi.
aber ich glaube, die Guides, in den Guides würdest du sehen, dass hier Altern drin wäre, statt Blutnebel. Aber ich spiele halt so, wie es mir Spaß macht. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr weiterkomme, dann wechsle ich vielleicht. Aber wie man sieht, die Festung war jetzt eigentlich relativ easy, oder? Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das so einfach ging. Ich denke, als nächstes machen wir die Vampirfestung. Die war, glaube ich, hier oben. Die kenne ich noch aus der Beta. Die habe ich als deutlich schwerer in Erinnerung. Nee, Necro ist überhaupt nicht overpowered. Das haben sie, also in der Beta ja, aber hier im Endgame finde ich es gar nicht. Überhaupt nicht. Also wenn, dann finde ich, ist der ein bisschen underpowered, weil die Minions viel zu leicht sterben. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst eine richtig geile neue Waffe gefunden. Die letzte davor hatte, glaube ich, so 1000 Schaden pro Sekunde und jetzt 1700 Schaden pro Sekunde. Gleich mal so ein 700er Damage Jump. Und das macht sich bemerkbar. Ich überlege noch, wie ich das Ding hier irgendwo reinbekomme. Das hätte ich noch gerne. Eure Kälteskelettmagier wirken alle 10 Sekunden einen Blizzard. Das finde ich cool. Ich benutze ja Kälteskelettmagier. Ich müsste dann mal eventuell... Das hier, Blutnebel, hinterlässt eine Spur. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Habe ich bloß so zum Spaß reingemacht. Aber das Blöde ist, es ist auf einem guten Item. Plus 2 auf Pest. Ich müsste erstmal eine gute andere Handschuhe finden. Dann könnte ich da diesen Effekt drauf klatschen. Weil der reizt mich schon ganz schön, muss ich sagen. Mein Schaden beruht ja auch so größtenteils auf Überzeitschaden. Und Blizzard ist ja dann auch wieder ein Überzeitschaden, so wie ich das verstehe. Also es würde schon Sinn ergeben. Und zusätzlich verlangsamt Gegner, unterkühlt. Warum nicht, ne? So, das nimmt man doch gerne. Laufe ich das? Ja, komm, da ist noch was Unentdecktes. Da laufe ich gerade durch. Was war denn das jetzt bitte? Ein Hinterhalt oder was? Kette des Kriegers? Okay, einfach mal so eine Nebenquest aufgeschnappt. Ja, aber ich finde, die haben den Necro echt übelst genervt nach der Beta. In der Beta war er wirklich zu stark, finde ich. Aber hat Spaß gemacht. Und jetzt ist er doch schon irgendwie ein bisschen schwächer. Ein bisschen zu schwach, finde ich. Ich brauche mehr Zeit. Ja, dann steigst du halt nicht ab. Ne? Du musst ja nicht absteigen, aber da ist gerade irgendwie so eine fette Gruppe gespawnt und dachte ich mir, ja, okay, mache ich die. Also das war jetzt meine eigene Entscheidung. Oh nein! Was ist das denn? Die spinnen doch! Gehabt euch wohl. Ich brauche mehr Zeit. Seid vorsichtig. Ey, ich... Also, warte mal. Ich mache erstmal hier den Ganzen in Ruhe. Beziehungsweise, ja, jetzt geht's gerade. Ich bin ja dann relativ zeitig danach schlafen gegangen. Also ich war gestern Abend nicht mehr auf Toilette. Und heute Morgen aufgestanden und musste natürlich erstmal. Ich war erstmal nur klein. Ne? Also Wasser lassen. Und es hat beim Wasser lassen
hat es gebrannt. Ja. Beim Wasserlassen hat es gebrannt. Da habe ich erstmal ein bisschen Angst bekommen. Halbe Stunde später war ich dann nochmal auf Toilette für die Nummer 2. Und da hat es dann natürlich auch nochmal ganz schön gebrannt. Oh Gott. Ich sterbe. Hab ich aufgepasst. Also. War schon brutal. Aber ja, ich hab's überstanden. Ich stehe in eurer Schuld, Fender. Für die, die nicht wissen, worum es geht, ich mache freitags öfters mal so eine scharfe Nudel-Challenges. Könnt ihr auch gerne mal auf YouTube reinschauen und euch die angucken. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon 5 Stück. Und fast jeden Freitag kommt halt eine dazu. Diese Korean Fire Noodle Challenge ist aber noch mit ein bisschen extra drauf. Also, bei mir sind die ein bisschen brutaler. So.